Willkommen zum Wochenrückblick bei CCN TV, BKF, Ihrem Burgenlandsender. Mit einer Heidenmesse wurde die Rochusfeier des Militärhundezentrums Kaiser Steinbruch gefeiert. Danach wurden die Hunde der Polizei, Zoll und Bundesheer für besondere Leistungen ausgezeichnet. Anschließend konnte man bei Speis und Trank mit den Hundeführern plaudern. Rochusfeier des Militärhundezentrums Kaiser Steinbruch 2018. Nach dem Eintreffen der Gäste begann die Feier mit einer Heidenmesse. Diese wurde von der Militärmusik Burgenland musikalisch gestaltet. Nach der Messe wurden dann die Auszeichnungen vergeben. Als erster erhielt Professor Friedrich Brettner die Rochus-Medaille. Sankt Rochus, dessen Gedenktag der 16. August ist, ist der Schutzpatron der Hunde. Danach wurden Hunde der Polizei, des Zolls und des Bundesheers für besondere Leistungen ausgezeichnet. Mit einer Agape und einem Platzkonzert der Militärmusik Burgenland ging die Feier dann zu Ende. Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz präsentiert die Premiere der burgenländischen Sicherheitsmesse. Zum ersten Mal wird heuer zeitgleich mit der 48. Inform in Oberwart von 29. August bis 2. September 2018 die Sicherheitsmesse Burgenland veranstaltet. Österreich und auch das Burgenland zählen zu den sichersten Ländern überhaupt. Die Sicherheitsmesse ist ein wichtiger Beitrag, dass das so bleibt. Die Messe informiert darüber, wie jeder Einzelne die Sicherheit in seinem persönlichen, unmittelbaren Umfeld stärken kann. Erläutert Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz, auf dessen Initiative die Sicherheitsmesse gestartet wurde. Viele Menschen waren beim Frühschoppen in der Hacienda in Mattersburg dabei. Frühschoppen in der Hacienda in Mattersburg. Bei schönstem Wetter, nicht zu heiß, lud die Hacienda Mattersburg zum Frühschoppen ein. Die musikalische Unterhaltung wurde von den Flamingos übernommen. Drei alte Männer, die genauso alte Lieder vortrugen und dabei für Stimmung sorgten. Die Küche war auch ziemlich ausgelastet und das Personal sorgte hervorragend dafür, dass alle Gäste schnell und gut bedient wurden. Wer immer über aktuelle Veranstaltungen in der Hacienda informiert sein will, schaut auf Facebook die Seite Steckerlfisch Hacienda. Beim nächsten Liedchen, vielleicht können Sie mal wirklich alle mitklatschen, auch die Herrschaften da hinten auf den billigen Plätzen. Hey! Auf geht's! Da oben ist der Hund und da fühl ich mich allein. Ich weiß, solange ich da bin, jung, da oben, das ist da oben. Hier mit meinen Händen und ohne. Geht das so, oder? Landesrätin Verena Donst präsentierte mit Geschäftsführer der Volkshilfe und dem Bürgermeister aus Siegendorf die Volksengel on Tour. Beim Projekt Volksengel on Tour handelt es sich um einen ehrenamtlichen Fahrtendienst von freiwilligen Helfern für hilfsbedürftige Menschen. Die wöchentliche Einkaufsfahrt, der Besuch kultureller Veranstaltungen oder die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben des Ortes. Wenn diese individuelle Mobilität nicht mehr gewährleistet ist, droht bei älteren Menschen oft die soziale Isolation. Seit Juli 2018 bietet das Projekt Volksengel on Tour eine Alternative zu fehlender Mobilität.
Ziel ist es, benachteiligte Personen sinnvoll und effektiv zu unterstützen, sich im Burgenland uneingeschränkt zu bewegen. Dazu wurde auch eine Online-Plattform www.volksengel.at eingerichtet, auf der sich ehrenamtliche Helfer mit Hilfesuchenden kurzschließen können. Die zwei vorhandenen behindertengerecht umgebauten Großraumfahrzeuge für bis zu 9 Personen oder 4 Rollstuhlfahrer sichern Mobilität für ältere und benachteiligte Personen und sichern sozialen Anschluss auch im hohen Alter. Ein Fahrzeug wird in Siegendorf stationiert, das andere in Stegersbach. Der Service ist, mit Ausnahme eines jährlichen Mitgliedsbeitrages, für registrierte Nutzer kostenlos. In Purbach fand das traditionelle Kostümfest statt. Mit vielen verschiedenen Kostümen und hunderte verkleidete Menschen führten die Besucher des Ortszentrums zurück in das 16. Jahrhundert, in der Zeit der Türkenbelagerung. Das historische Kostümfest ist ein Anziehungspunkt für alle, die sich für die Zeit der edlen Ritter und gemeinen Bauern interessieren. Mit großer Liebe zum Detail werden dort die Sitten und Gepflogenheiten auf die Schrecken der damaligen Zeit nachempfunden. Eine weitere Folge Islam, Gefahr oder Chance mit dem Schwerpunkt der Koran kann angeschaut werden. Der Café-Tratsch mit zweiten Landtagspräsidenten Ingenieur Rudolf Trommer ist erreichbar und kann angeschaut werden. Was halten Sie vom Kauf der Bahnstrecke Unterwart Großpetersdorf durch das Land Burgenland? Grundsätzlich sehr viel, weil ich der Meinung bin, dass wir Bahnstrecken attraktiver gestalten müssen, dass wir auch stillgelegte neu öffnen müssen. Was mir nicht gefällt als Mitglied des Burgenländischen Landtages ist, dass die Regierung Bahnstrecken oder viele andere Dinge kauft, ohne zu sagen, was hier der Preis dafür ist. Stillschweigen vereinbaren ist für den Landtag nicht tragbar. Bad Sauerbrunn gewann mit 2:1 gegen den ASK Horizon. Eine Premiere von dem Wetterkreuzstadion in Bad Sauerbrunn statt. Nach 2 Runden in der Burgenlandliga standen die Sauerbrunner noch ohne Punkte da. Das sollte sich aber im Spiel gegen Horizon ändern. Sauerbrunn hat diese Saison mit 3 neuen Spielern, Horizon mit 2 neuen Spielern gestartet. Zu Beginn des Spiels hatte die Heimmannschaft ein wenig mit der tiefstehenden Sonne zu kämpfen. Nach 10 Minuten hatte sich das Problem aber von alleine gelöst. Die erste echte Chance haben die Sauerbrunner in der 12. Spielminute. Nach einem Freistoß, der vom Tormann abgewehrt wird, springt der Ball zu Knotzer, der zögert nicht, schießt sofort, aber knapp am Tor vorbei. Nur 2 Minuten später, nach einem Einwurf, wieder eine Chance für Sauerbrunn, aber wieder knapp daneben. Jetzt wurde es ein flottes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 35. Minute ist es dann soweit. Nach einem Freistoß für Bad Sauerbrunn, ein Kopfball, der Ball springt zu Knotzer, der trickst 2 Gegner aus, schießt und das ist das lang erwartete Tor für Bad Sauerbrunn. 1:0 für Bad Sauerbrunn. Torschütze ist Philipp Knotzer. Dann in der 60. Spielminute erfolgt doch der Ausgleich durch die Nummer 10, Noel Kustor. Der Ungar trippelt sich durch die Abwehr und erhöht sein Torkonto auf bereits 4 Treffer im 3. Spiel der Saison. Neuer Spielstand ist 1:1. In der 85. Minute wieder eine Topchance für Horizon, aber Kustor scheitert am Tormann. Das Glück war diesmal auf der Seite der Sauerbrunner. Nach einem Freistoß trifft Marco Wadek ins Tor. Damit stand es in der 89. Spielminute 2:1 für Bad Sauerbrunn. In einem kartenreichen Spiel trennten sich der SC Eisenstadt mit einem 1:1 vom UFC Purbach. Ein historischer Tag für den SC Eisenstadt. Zur Erinnerung, Anfang Mai 2008 musste der SC aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb einstellen. Der SC spielte zuletzt in der Regionalliga Ost, der dritthöchsten Spielklasse in Österreich. Nach 13 Monaten intensiver Vorbereitung war es dann soweit.
und mit Spannung erwarteten wir das Comeback des SC Eisenstadt. Beim ersten Meisterschaftsspiel nach 10 Jahren ging es in Schützen am Gebirge gegen den UFC Burbach. Wird der SC mit dem neuen Kader eine gute Leistung bringen oder schafft es Burbach mit dem jüngsten Team der Liga, die allerdings die letzte Saison mit nur 2 Siegen völlig verpatzt haben? Der SC Eisenstadt hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um ein tolles Rahmenprogramm zu bieten. Dieses ging von einem VIP-Zelt, einer Hüpfburg für Kinder bis zu einem Shuttlebus für Zuseher aus Eisenstadt und Burbach für die An- und Heimreise. Diese Mühe dürfte sich ausgezahlt haben. Weit über 500 zahlende Zuseher waren mit dabei. Doch zurück zum Spiel. Der SC Eisenstadt in den traditionellen roten Dressen wirkt zu Beginn etwas nervös. Keine der beiden Mannschaften traut sich am Spielbeginn richtig anzugreifen. Ein fataler Fehler des Eisenstädter Tormanns hätte fast die Führung für Burbach bedeutet. Aber durch die gute Reaktion von Daniel Schichow wurde das verhindert. Wieder ein Eckball für Eisenstadt. Pürer kommt zum Kopfball und setzt diesen perfekt ins Tor. In der 45. Minute das erste Tor für den SCE durch Mario Pürer. Christopher, heute Premiere, SC Eisenstadt nach 10 Jahren wieder dabei. Was sagen Sie da, wie fühlen wir Sie bei dem ersten Match? Ja, ein historischer Moment und ein ganz besonderes Gefühl. Also das ist wie, wenn sich ein 5-Jähriger das erste Mal auf Weihnachten gefreut, so haben sich wir im ganzen Vorstand gefreut auf das heutige Spiel. Das war unglaublich und die Kulisse, die wir da gehabt haben, die haben das nur bestätigt, was wir da gerade aufgebaut haben. Wie lange dauert die ganze Planung bis zur Umsetzung? Ja, wir planen das Ganze jetzt seit 13 Monaten. Da sitzt der engste Kreis des Vorstandes jede Woche zusammen und hat den Verein im Hintergrund weiterentwickelt und aufgebaut und Strukturen gelegt. Und ja, und das Ergebnis, das sieht man heute. Mit ein paar Wechseln und ein paar gelben Karten ging das Spiel dann weiter. Obwohl das Spiel bei dem Wasserspiel ca. 4 Minuten unterbrochen war, ließ der Schiedsrichter nichts nachspielen und pfiff pünktlich nach 90 Minuten das Match ab. Endstand 1:1 zwischen dem SC Eisenstadt und UFC Burbach. Mit einem Schützenfest endete das Match Kroatisch-Gerresdorf gegen ASK Weppersdorf mit 4:1. Bei tropischen Temperaturen wurde das Spiel SC Kroatisch-Gerresdorf gegen ASK Weppersdorf angepfiffen. Gerresdorf hat letzte Woche 1 Punkt geholt und Weppersdorf 3 Punkte. Da kann man sich auf eine spannende Partie freuen. Beide Mannschaften begannen gleich stark, aber mit der Zeit wurde Gerresdorf immer stärker. Das Match verlagerte sich immer mehr vor das Tor von Weppersdorf. Die Gerresdorfer drängen immer mehr auf das Tor von Weppersdorf. In der 18. Minute ist es dann soweit. Martin Gostola trifft ins Tor. Damit steht es 1:0 für Gerresdorf. Nur 7 Minuten nach Tor 1 schießt dann wieder Martin Gostola Tor Nummer 2. Neuer Spielstand in der 25. Minute 2:0 zwischen Gerresdorf gegen Weppersdorf. Das nächste Tor schafft aber wieder die Heimmannschaft. Martin Gostola trifft wieder zum 3:0. Ein Dupenreiner Hattrick. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurden einige Spieler bei Weppersdorf gewechselt. Ob es am Wechsel gelegen hat oder nicht, Weppersdorf schafft in der 48. Spielminute das erste Tor zu schießen. Fatjon Krasnicki, der erst eingewechselt wurde, bekam den Ball, legt ihn sich mit einem Kopfball vor und schießt ins Tor. Neuer Spielstand 3:1. In der 88. Minute schafft es dann Adrian Kovac, die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Er stellt auf 4:1 für Gerresdorf. Ja!
Ohne Nachspielzeit beendet Schiedsrichter Stefan Mollner das Spiel zwischen dem SC Kroatia Steresdorf und dem ASK Weppersdorf mit 4:1. Jetzt machen wir weiter mit den Kurznachrichten. Gernot Haider, ein aktives Vorstandsmitglied der österreichischen Wasserrettung, Landesverband Burgenland, und seine Phoebe, eine weiße Schäferhündin, haben vorige Woche einen Ausbildungskurs der ÖHWR besucht. In dem Wasserlager waren 30 Hunde aus dem In- und Ausland. Die Ausbildung erstreckt sich über mehrere Jahre. Letzte Woche fand am Truppübungsplatz Bruckneudorf wieder das große Kinderferienspiel statt. Mehr als 200 Kinder der umliegenden Gemeinden waren dabei. Geboten wurden tolle Spiele und Erlebnisse rund um das Bundesheer. Die Kinder durften Zielspritzen mit der Bundesheerfeuerwehr. Die Junghunden des Militärhundezentrums aus Kaisersteinbruch waren der Hit. An der Hindernisbahn konnten sich die Kinder austoben und auch eine Runde mit dem Geländefahrzeug Pinzgau wurde beim Kinderferienspiel angeboten. Familien in Eisenstadt werden zukünftig mehr entlastet. Erhöhung der Einkommensgrenze bei Kinderbetreuungsförderung erreicht. Landtagsabgeordneter Vizebürgermeister Günter Kovac: Es ist uns bei den Budgetverhandlungen gelungen, eine Erhöhung der Einkommensgrenze durchzusetzen. Somit erhalten ab jetzt mehr Familien eine Kinderbetreuungsförderung seitens der Stadt. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Die Militärmusik Burgenland veranstaltet am 23. August von 19 bis 21 Uhr ein Sommerkonzert am Josef-Heiden-Platz in Bad Atzmannsdorf. Für Gartenliebhaber findet vom 24. bis 26. August eine Gartenausstellung im Schloss Halbdorn statt. Um die Bienen und den Honig besser zu verstehen, findet am 25. August von 10 Uhr bis 12 Uhr eine Erlebnisführung mit Simon Tötschinger in Joes statt. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünsche Ihnen der CCMTV Team Burgenland.